Gewalt in der Pflege ist ein Problem, das immer größer wird. Die Gewerkschaft der Polizei geht davon aus, dass immer mehr ältere Menschen verletzt oder vernachlässigt werden. Genaue Zahlen gibt es allerdings nicht. Das liegt vor allem daran, dass Strafanzeigen noch nicht zusammengeführt werden. Claudia Rüggeberg schildert uns einen Fall aus Bremen. Detlef Westphals Mutter hat immer wieder erzählt, sie werde im Pflegeheim geschlagen. Schließlich installierte er eine versteckte Kamera. Was er sah, bestürzte ihn und löste bundesweit Diskussionen aus. Nimm doch mal die Flossen weg hier. Sitzen bleiben, Menschenskinder, jedes Mal dasselbe. Der erste Impuls, erstmal Erstaunen, Wut, aber auch irgendwo eine Hilflosigkeit. Und Experten meinen, kein Einzelfall. Studien weisen auf eine hohe Dunkelziffer hin. Jetzt schlägt auch die Gewerkschaft der Polizei Alarm, die immer häufiger mit Gewalt in Pflegeheimen zu tun hat. Wenn Kolleginnen und Kollegen in Pflegeheime gerufen werden, wenn sie dort ermitteln, stellt man fest, dass es Ungereimtheiten gibt. Und dies ist in den letzten Jahren immer mehr geworden und deswegen muss man sich jetzt drum kümmern. Es gibt zu wenige Pflegerinnen, das führt zu Überlastung und Überforderung. Die Bezahlung ist schlecht, der Druck groß. Die Würde der Patienten schwer zu berechnen, wo nur harte Währung zählt. Wir befinden uns ja, was die Pflege angeht, inzwischen auf einem Markt. Und ein Markt versucht immer auch Profit zu machen. Und es gibt immer Menschen, die daran verdienen wollen. Und insofern spielt die Rendite hier eine Rolle. Und das ist eine gefährliche Entwicklung. Diese Pflegerin hatte nach ihrem Rauswurf sofort einen neuen Job. Bis die Staatsanwaltschaft Anklage erhob wegen Misshandlung.